Werbergeschichte Band 3 ist rausgekommen. Eine süffige Sache, 280 Seiten, angefangen von den elitären Sozietäten in der Ära der Vereine bis hin zum Storch Ausdach und seinen Störchen. Süffig, auch wie es gut geschrieben ist, interessant geschrieben, wirklich süffig zum Lesen und reich bebildert, wie ihr hier seht. Ja, wenn man das Buch natürlich einfach nur so jetzt im Schnelldurchlauf elektronisch sieht, dann kann man nicht viel damit anfangen. Man muss es halt kaufen. Da hat man so ein Kilo in der Hand und dann kann man mal drinnen blättern. Und es ist wirklich ganz eine süffige Sache, um das eben mal durchblättern und zum geniessen. Es ist vorgestellt worden, im Öpfelbau das Buchs von diesen beiden Hansjakob vom Reich und vom Gabentuler. Ja, das ist Musik, das Buch. Das Frauen ist mehr, wo der Mann daheim wohnt. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, wo der Mann daheim wohnt. Tra-la-la-la, was kannst du musst daheim bleiben, heim bleiben, musst der Hühnerteier greifen. Dann lassen wir es mal ein bisschen Eiergreif und Kuchen backen. Und in dieser Zeit habe ich elektronisch hier rumgeschneugt. Ich zeige euch ein paar Seiten, einfach so wild durcheinander. Ihr müsst selbst wirklich schauen, es sind 280 Seiten, einen ganzen Haufen Themen. Ihr seht das hier, 100 Jahre Fußball spielt die Rolle. Also der FC Buchs natürlich kommt da drinnen vor. Am Anfang war der Ball fast biblisch. Er hat einen Haufen andere Themen, zum Beispiel auch von Grenzen und Marken in Elabria. Das ist ein Alter, das ist wirklich auch sehr interessant. Das ist eine Erzählung von einer jungen Frau, die hier eben den Niederschlag findet. Dann aber auch von Konservativen in Vorarlberg auf dem Weg zu der Macht ist dreht. Etwas, so nur in diesem Buch drin abgedruckt werden kann, weil man es anders so nicht wählen, weil es also ein kritischer Artikel ist. Auseinandersetzung um ein Projekt Reichkraftwerk. Das kommt tatsächlich wieder, das Reichkraftwerk. Unglaublich. Ja, und dann eben der Storch aus Dach. Und jetzt aber zum Lied zurück. Jetzt ist interessant. Jetzt kommt eine, aber diese Strophe singe ich jetzt nicht, weil ich Angst habe. Das reden wir halt die letzte noch. Wir Männer sind ganz andere Leute, andere Leute. Super viel und werken Leute. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Super viel und werken Leute. Tra-la-la-la-la-la. Geschätzte Damen und Herren, ich darf euch zu einem besonderen Anlass begrüßen. Und zu einem besonderen Anlass gehört auch ein spezielles Orchester. Der Christian Reich an der Mühlorgel und der Anton Hildebrand an der Gitarre haben uns auf die heutige Feier eingestimmt. Ich freue mich, dass wir trotz allen Widrigkeiten der Zeit das Erscheinen vom dritten Band von der Werbergeschichte feiern kann. Wir feiern das in einem relativ kleinen Kreis, ausschließlich von Leuten, die direkt am Werden von dem Band, an dem Band beteiligt sind, sei es als Autorin und Autoren, als Partner und Gönner, als Mitarbeitende an der Buchherstellung oder als Vertreter von der WGL. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat der Ehrenpräsident vom FC Buchs, der Jack Greiner, die Redaktion angefragt, ob wir bereit wären, die Geschichte vom Buchser Fußballclub im Hinblick auf sein 100-Jahr-Jubiläum aufzuschaffen. Wir haben der enorm zeitaufwendigen Arbeit nicht widerstehen können. Kurz darauf ein,
ist dann das gesamte FC-Archiv in unserer Redaktionsstube gestanden und minutiös durchforscht worden. Unter Beizug von Thomas Schweitzer und von Hans-Rudi Rohrer und seinem Archiv und dem Kollektorat vom Gewährsmann Geni Lichtensteiger ist eine Chronik entstanden, die in Umfang und Qualität nicht leicht zu toppen sein wird. Ein Beitrag über den FC Buchs, über die FC Buchs-Geschichte bildet zusammen mit Beiträgen über ein paar weitere legendäre Vereine den Schwerpunktteil von unserem Band. Mein Redaktionskollege, der Hans-Jakob Gabentuller, wird anschliessend ausführlich auf diesen Teil eingehen. Vorher noch ist mir ein grosses Anliegen, allen herzlich zu danken, die zur Verwirklichung von dem Werk beigetragen haben. Mein erster Dank geht an die über 170 Mitglieder von unserer Gesellschaft und die zahlreichen Gönnerinnen und Gönner, mit ihren Mitgliedern, Gönner und Unterstützungsbeitrag haben sie die finanzielle Grundlage geschaffen, um den Band zu realisieren. Der grösste Brocken beigesteuert haben die Stadt Buchs, politisch Gemeinde Zennwald, der FC Buchs und dann die Schöller Stiftung. Ich bedanke mich weiter bei den Inserenten, die für uns ja eine Art von Gönner sind. Ein ganz grosser Dank geht an unsere Autorin und Autoren. In alphabetischer Reihenfolge Mario Brocci, Josef Gähwiler, Christian Göldi, Werner Hagmann, Andreas Reich, Hans-Rudi Rohrer, Thomas Schweitzer, Iris Sulzer, Gerhard Wander und last but not least an meinen Redaktionskollegen Hans-Jakob Gabentuller. Ein weiterer Dank geht an unseren Leihautor, Peter Freudemann, und Buchmacher von der Galedia Rintal mit ihrem Leiter Werner Siewetz und von der Galedia Print AG mit den Korrektoren, Lithografen und Druckerteams. Die Galedia, das wissen Sie, sind eigentlich die gleichen Leute wie vorher bei den B-Medien, sie heißen jetzt einfach anders und haben ein bisschen andere Büro. Ich bedanke mich bei unseren Musikern, Christian Reich und Anton Hildebrand. Sie sagen von sich, dass sie aus Freude und nicht um Geld spielen. Was übrigens sehr gut auch zu allen unseren Schreibenden und Redigierenden passt. Herzlichen Dank schließlich oder guten Geister vom Öpfelbaum, der heute ganz allein für uns geöffnet hat. Und das Jahr über auch der Ort von fast wöchentlichen, harten Arbeitsessen von der Redaktion ist. Thank you.
da schon der Kuh in die Heile. Und während sie tanzen, da steht der Kuh im Bild. Die Ritt um die Ritt um die Heile. Liebe Gäste, geschätzte Geburtshelferinnen und Helfer vom neuesten Brütwerk der WGL, verehrte Autorinnen und Autoren. Mit Freude und mit einer Prise Stolz nehme ich die Aufgabe wahr, Ihnen einen kurzen Einblick in den jüngsten Knirps der WGL zu präsentieren. In der dritten Bann der immer noch jungen Gesellschaft für Werdenberger Geschichte und Landeskunde. Das Hauptthema ist für das Mal dem Vereinswesen gewidmet. Es ist kaum anzunehmen, dass sich jemand unter Ihnen befindet, wo nicht selber Mitglied in einem oder sogar in mehreren Vereinen zeichnet. Wir sind darum einmal der Frage nachgegangen, wie das Vereinswesen überhaupt entstanden ist, was die Vereinigungen überhaupt bezwecken, wo doch das Zusammenleben von uns allen in gewissen und wichtigen Teilbereichen tangieren. Noch heute zählt man in unserem Land immerhin rund 80.000 bis 100.000 Vereine, sogenannte Sozietäten, wie man früher gesagt hat. Dabei ist es bei dieser riesigen Anzahl natürlich absolut unmöglich, die Geschichte und die vielseitigen Zwecke von allen aufzuzeigen, die allein in unserer Region existieren. Wir haben uns darum auf die Geschichte von nur ganz wenigen Vereinen beschränken müssen, die aber exemplarisch auch die anderen vertreten sollen. Im Zeitalter der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert hat bereits eine gesellschaftliche Elite eine spezielle Form von Gesellschaften oder eben Sozietäten entstehen lassen, die nach dem Vorbild von ausländischen Akademien versucht haben, im Hinblick auf Reformen im Staat und in der Kirche neue Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften, aus der Medizin und der Theologie an einem breiteren Publikum zu vermitteln. Gemeinnützige und wirtschaftliche Gesellschaften waren gleichzeitig bestrebt, nicht nur in der Landwirtschaft und bei den Gewerbetreibenden Bildung zu vermitteln, sondern auch praktische Neuerungen im Schulwesen, in der Sozialfürsorge und in der Hauswirtschaft zu fördern. Damit ist die Zahl dieser sogenannten Lese- und Büchergesellschaften gewachsen, wie sie auch der Grabser Arzt Marx Fitsch bereits um 1790 im Werdenberg ins Leben gerufen hat. Stark beengende Seitenmandate, diktiert von den herrschenden Regierungen und Obrigkeiten, haben jedoch das Leben der Bevölkerung bis zum Zusammenbruch des Ancien Regime 1798 sehr stark eingeschränkt. Schon während der Helvetik aber hat das enge Korsett gesprengt werden können. Die Idee von einer gesellschaftlichen Emanzipation, von der Befreiung also aus dem Zustand von der Abhängigkeit von der regierenden Gewalten, ist dann auch durch einen Vereinsgedanken bewusst forciert worden. Das Gemeinschaftsleben hat sich damit öffnen können, indem sich eine vielfältige Vereinskultur von Gleichgesinnten und vorwiegend von liberalen Bürgern entwickelt hat. Ihre Ziele sind noch immer Wohlfahrt und Volksbildung, aber auch die Selbstständigkeit und der gleichgesinnten Interessengruppe gesehen. Nach etlichen Zensuren durch konfessionelle Intoleranz in der Epoche der Restauration von 1815 bis um 1830 sind schließlich die 7 Ideen geboren worden, die auch weitere Anliegen von einer breiteren Bevölkerung vertreten haben. Ein weites Spektrum von Vereinen ist in der Folge entstanden. Studentenverbindungen, Armen- und Missionsvereine, Schützen-, Turn-, Gesangs- und Musikgesellschaften.
die eigentliche Ära der Vereine als neu entdeckte Form von der Geselligkeit in der bürgerlichen Gesellschaft hat sich jedoch hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ein richtiger Vereinsboom am Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert ist dann auch für die Region Werdenberg nachweisbar. Neben landwirtschaftlichen Genossenschaften, Brunnenkorporationen und Rettungskorps konnten schon damals rund 90 existierende Vereine gezählt werden. Der Zusammenhalt unter den Vereinsmitgliedern regeln überall Statuten. Das sind eigentlich Gesetze, die bis heute den sozial- und politischen Umgang mit und untereinander regeln. Ein äußerst wichtiger Aspekt in der breiten Vereinspalette hat seit jeher das Wehrwesen als heilige Pflicht eines jeden Schweizer Bürgers, wie es so schön heisst, bildet. Es wird darum im vorliegenden Band 3 sozusagen als Einstieg die Entwicklung vom Schuss- und Wehrwesen in der Region Werdenberg seit der frühen Neuzeit abgehandelt. Exemplarisch kommt darauf die Darstellung der Schützenvereine in der Gemeinde Wartau zum Zug, wo immer dem vaterländischen Geist als Element der eidgenössischen Identität verpflichtet war. Und das meistens mit einem zünftigen Schuss von Nationalismus. Es war mit einem enormen Zeitaufwand verbunden, sich durch die insgesamt noch 15 vorliegenden Protokollbücher und kistenweise Aktenordner von der vormals insgesamt 11, ich wiederhole, 11 existierende Schützenvereine und das allein in der Gemeinde Wartau durchzubeissen. In einem ersten Teil werden vorab die Vereine dokumentiert, ebenso ihre Schiessplätze, die Entwicklung der Vereinswaffen, vom Vorderlader bis zum Standardgewehr, wie auch die Schiessordnungen und das Zeigerwesen. Die Schiessanlässe selber, mit der eidgenössischen und kantonalen Festlauferei, muss man uns aber aus Platzgründen für einen kommenden Band vorbehalten. Auch die internen Anlässe mit Grümpel- und Hauptversammlungen, gespickt mit vielen Anekdoten, wo vor allem der jeweils herrschende Zeitgeist dokumentieren, sind da noch auf das Eis gelegt. Bereits in den späten 1860er Jahren ist im Wartau nicht nur gepulvert und geklebt worden, man hat auch Theater gespielt. Wenn Ragaz durch die Heilbäder und Buchs als Grenzbahnhof bekannt geworden sind, so hat das Moos durch sein Theater weiterum im Schweizer Lande Berühmtheit erlangt, heisst so schöner Chronik. Und das weiss ja auch die Überlieferung. Das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern stimmt tatsächlich. Was schon die alte Theatergesellschaft ab den 1870er Jahren, später unter dem Namen Dramatischer Verein als Moos, kurz DVA, auf die Bühne gezaubert hat, ist immer gehobene Kulturvermittlung gewesen. In den gut 80 Jahren vom Bestehen von dem in den 1950er Jahren abgegangenen Verein hat er höchste Erfolg feiern können. Zuzuschreiben den sehr engagierten Laienschauspieler, vor allem aber bis nach der Jahrhundertwende, einem dortmal weit im Land unbekannten Kulissenmaler und Sängerfreund Fritz Hösli als Regisseur. Seine Nachfolgerin ist Frau Mina Senges Faust geworden, wo nicht nur als professionelle Schauspielerin und Regisseurin auf der Bühne von Aarau, Chur, Talwil und Rheinfelden gewirkt hat, sondern auch befreundet war mit den Koryphäen der berühmten Zürcher Pfauenbühne, unter anderem auch mit dem Bertolt Brecht. Sie vor allem war es, wo bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts über Jahrzehnte die Tatzmesser Bühne betreut und die sogenannte Tonhalle zum Rössli fast zum Bersten gefüllt hat. Von Wilhelm Tell-Aufführungen, Singspiel wie der Fidele Bauer, dem Hugo von Hoffmannsthal Zim Jedermann, bis zur legendären Gilbert de Gourgenet und vielen weiteren Aufführungen ist das äußerst breite Repertoire gegangen. Wenn die Geschichte vom DVA, von der dramatischen Bühne Atzmes,
gleichsam als ein eigentlicher Zeitspiegel auf hohem kulturellem Niveau erscheint, so ist eine weitere Zeitreflexion auch die Chronik von der 1888 gegründeten Blechharmonie Revisburgerau. Ihre mit der Dorfgemeinschaft eng verbundene Geschichte erschliesst Sepp Gähwiler. Auch bei diesem Verein ist manchmal eine dramatische und erregende Spannung in den Vordergrund treten. Schwergewicht zwar im musikalischen Bereich, doch das Befürchten von der trockenen Kehle und die Löschung vom Durst nach anstrengender Marschmusik hat auch bei ihnen Folgen gehabt. Manchmal auch recht dramatische. Am Anfang war der Ball. Mit dem Vorspann fängt der originelle Essay von Andreas Reich an, gewidmet dem Shooten, der heute wohl populärsten Sportart, die die Menschen seit langem fasziniert. Rund 2000 Jahre alte Quellen aus China beschreiben unter anderem, wie der Kaiser mit einem Aufständischen umgesprungen sein soll. Aufpassen, jetzt wird es nämlich ziemlich makaber. Seinen Magen ließ er zu einem Ball ausstopfen und befahl seinen Leuten, damit Fußball zu spielen. Diejenigen, die am besten kickten, wurden belohnt. Sinone vero, e ben trovato. Doch fragt man sich unwillkürlich, was man da schon alles aus dem Reich der Mitte, was da schon alles importiert worden ist. Doch Fußball hat schließlich den eigentlichen Ankick zum vorliegenden Buch geliefert. Der FC Buchs als ältester Jutti-Club in der Region ist hier bekanntlich bereits 100 Jahre alt geworden. Der Anfrage, wir haben es bereits schon gehört, von seinen Exponenten eine Chronik zu dem Verein zu verfassen, hat das Redaktionsteam nicht widerstehen können. Und so ist es in der Folge ein umfassendes Werk entstanden, wo aber durch den FC in eigener Regie, das heisst als eigenes Buch, herausgegeben wird. Unsere Knirps, die Werderberger Geschichte 3, zeigen unter dem Titel «Rundes Leder, schrille Pfiffe», aber immerhin der Kern von der geschichtlichen Entwicklung von dem Club bis um 1980 auf. Äußerst dornig war sein Anfang. Vorurteil von einer konservativen Bevölkerung gegenüber dem neumodischen Spiel mit dem runden Leder äußerten sich kurz vor dem vorgesehenen Anpfiff beim Ausscherm beispielsweise durch ein frisch gedüngtes Spielfeld mit Mist und Gülle. Dann im langen Kampf mit der Ortsgemeinde um einen anständigen Sportplatz, wo aber schon während der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg zum Hörpfelacker wird. Erfolg und Misserfolg mit Auf- und Abstieg, Herausforderungen im Juniorenwesen mit halbstarken, inierten Jeans und Lederjacken in den 1950er Jahren sind weitere Brüskierungen der Trainer und dem Vereinsvorstand. Dann lesen wir aber auch von Erfreuliches mit gelungenen Fußballfest, eindrücklichen Freundschaftsspiel und der Eroberung vom Kampfsport für Männer durch die Mädchen- und Damenwelt. Und auch das mit eisernem Willen und Stahlhirtenwaden. Eine breite Palette aus der gelebten und erlebten Vereinswelt öffnet sich auch hier. Die wichtigsten Daten und Fakten rund um das Vereinsgeschehen bis heute werden schließlich im Überblick 100 Jahre FC Buchs zusammengefasst. Ein neuer Platz, der lange Krampf und Kampf ums Clubhaus, internationale Spiel, Finanzproblem, Fußballcamps und Trainingslager bis zum Ausbruch von der viralen Pandemie. Das sind da nur ein paar wenige weitere Stichworte. Das wäre meine Vorstellung im Schnellzugstempo vom Hauptteil von unserem dritten WGL-Bann. Doch das ist ja noch nicht alles. Unser Knirps trägt noch weitere Beiträge in seinem Rucksäckli. Über die äußerst wertvollen Perlen in der Misszelle, der vermischten Beiträge im zweiten Buchteil, wird sie im Anschluss an die nächsten fälligen Melodien, Lüpfig, wie wir schon gehört haben, der Kollege Hans-Jakob Reich näher informieren. Besten Dank. Okay.
Der zweite Buchteil wird mit einem besonderen Leckerbissen eröffnet. Die Iris Sulzer vom Bergheim Treggella, oberhalb Oberschaa, schreibt über die Grenzen und Marchen der Wartauer Alp Elabria. Auf Begehungen und mit Hilfe von einer Übersicht, von einem Übersichtsplan aus den 1880er Jahren ist es der Iris gelungen, den Verlauf der Grenze zu ermitteln und den Zustand der Marken fotografisch zu dokumentieren. Der Beitrag hält fast vergessenes Wissen fest und wird damit für die Lokalgeschichte höchst wertvoll. Die nächste Arbeit steht unter dem Titel «Quellen aus 7 Jahrhunderten zum Sprudeln gebracht». Es geht um die Rechtsquelle von der Region Werdenberg, gewandt sind damit die Grafschaft Werdenberg, die Herrschaft Wartau, die Freiherrschaft Sachs-Verstieg und die Herrschaft Hohensachs-Gams. In sechsjähriger Arbeit hat die Historikerin Sibylle Malamuth unter der Projektleitung von Pascal Sutter 259 Urkunden aus den Jahren 1050 bis 1798 erschlossen. Transkribiert, ediert und kommentiert. Auf total 1070 Buchseiten. Das hochwertige Quellenwerk wird der rechtshistorischen und regionalgeschichtlichen Forschung auf lange Sicht wertvolle Dienstleister und fruchtbare Anregungen bieten. Der nächste Beitrag war für eine Publikation von einer ungarischen Universität gedacht. Wegen angeblich zu viel Kritik am Katholizismus ist er aber abgelehnt worden. Wir hingegen haben ihn gerne in unser Buch aufgenommen. Er bietet nämlich höchst interessante und fundierte Einblicke in die Jahrzehnte vom Kulturkampf zwischen dem Liberalismus und dem politischen Katholizismus in unserer Vorarlberger Nachbarschaft. Er trägt den Titel «Die Konservativen im Vorarlberg auf dem Weg zur Macht 1861 bis 1914». Autor ist der Vorarlberger Historiker Prof. Dr. Gerhard Wanner. Im nächsten Beitrag gibt es einen kleinen Zwischentitel. Totgeglaubte leben länger. Er bezieht sich auf den Versuch im Jahr 2008, 17 Jahre nach der Einstellung vom Rheinkraftwerkprojekt, die Idee Flusskraftwerk erneut aufzugreifen. Der Wiederbelebungsversuch ist Anfang 2012 wieder aufgegeben worden. Im Beitrag «Die Auseinandersetzung um das Projekt Rheinkraftwerke Schweiz-Liechtenstein» stellen der Ökologe Mario Brocci und der Wasserbaufachmann Christian Göldi minutiös und kenntnisreich dar, was in den 1970er bis Anfang 1990er Jahren abgelaufen ist und das schließlich zur Beerdigung des Projekts durch die Eidgenossenschaft und das Land Liechtenstein geführt hat. Die beiden Autoren haben sich seit Planungsbeginn an vorderster Front mit dem Projekt kritisch auseinandergesetzt. Ende November, Anfang Dezember sind die Forderungen von vermeintlich innovativen Jungpolitikern auftaucht, die in der Rheinkraftwerk eine Lösung für künftige Energieprobleme sehen. Ja, totgeglaubte leben tatsächlich länger. Wahrscheinlich haben wir es aber mit Wiedergängerei und mit Untoten zu tun. Der Beitrag von Mario Brocci und von Christian Göldi erscheint zum richtigen Zeitpunkt und kann helfen, den Durchblick einmal mehr nicht zu verlieren. Der letzte Beitrag im Buch ist ein Stück weit der Corona-Pandemie zu verdanken. Im April 2020 hat sich auf unserem Nachbarhaus ein Storchenpaar niedergelassen. Rund 30 Meter vom Estrichfenster weg. In der Zeit des Lockdowns
habe ich mich dort mit bequemem Stuhl und Kamera im Estrich eingerichtet und das Paar ohne Rechtfertigungsproblem für scheinbare 9 Tage täglich stundenlang beobachten können. Im zweiten Corona-Jahr habe ich das dann einfach ohne Lockdown weitergemacht. Die spannende Geschichte und die faszinierenden Bilder dazu finden sich in der Werderberger Geschichte unter dem Titel Storch Ausdach und seine Störchinnen. Wie schwierig ist das, so ein Buch zu schreiben? Also, wie lange haben Sie das noch gehabt? Weißt du, so mit dem Geldmangel und alles drum und dran? Also, wir haben ein Jahr ausgelassen und haben dort geldmässig können aufholen. Und an diesem Buch selber sind wir etwa anderthalb Jahre dran gewesen. Und beim Storchennest hast du dich richtig können erholen? Dort habe ich mich recht erholt, ja. Und bin immer bestens unterhalten gewesen. Hat wunderbare Bilder gegeben, gell? Ja, ich glaube schon, ja. Die sieht man eben im Buch dann. Ja, genau. Und alles in allem kann man sagen, eine lebendige Sache. Sehr lebendig, ja. Wohl, wenn man das Vereinsleben anschaut, das da intern abgelaufen ist. Aber eben dort haben wir uns beschränken. Wir hätten nicht noch einen Haufen Material für den kommenden Band. Und du hast sicher auch viel gelernt über das Shooter, obwohl du es keine Ahnung hast vorher. Ja, ja, ich bin nicht so ein Shooter-Affiner. Ah, ich habe mich eben gedacht. He? Ich komme vom Bergdorf an und dort musste man ständig einen Ball nachsegeln, wenn man geshootet hat. Und der Partikel fängt an, am Anfang war der Ball. Ja. Und der Ball war bei Hansen Kopp. Hast du das noch redigiert denn, oder? Nein, das ist eigentlich zwar frisch und gut abgeliefert worden. Ich musste einfach mal bremsen, ob er nicht noch angefangen hat zu shooten. Eben, gell? Ja, es ist nicht so. Viel gefällt. Ja. Du, wie haben Sie ihr so miteinander, weißt du? Der Gross und der Kleiner? Ja, wir gifteln viel miteinander, aber Ann ist einfach halt der Chef. Gell? Eben, das bist du. Das bringt einen weiter, oder? Wenn man der Chef ist. Meistens ist es so, dass die Kleinen eigentlich nach oben drängen, oder? Da sieht man ja jetzt, wenn ich da stehe, ist er auf dem Boden und er ist auf dem Podium, oder? Aber eben muss man ehrlich sein, gell? Das zeigt wie den Spass, den wir so miteinander haben. Es ist wirklich ein interessantes Buch. Es hat Einblick eben auch in Sachen von der Historie, aber natürlich auch in einer lebendigen Art und Weise, oder? Es ist eine süffige Sache. Und wieder einmal mehr, also bis der Bogen geht, bis in die Gegenwart. Oder? Also die Störche sind ja sehr gegenwärtig. Ja, Jack, jetzt hat der Fußball hier einen Niederschlag gefunden, den Buch hinein. 100 Jahre FC Buchs, gell? Und natürlich jetzt auch ein bisschen verewigert. Das ist speziell, oder? Ja, es war eine ganz gute Idee von uns, dass wir auf die beiden Hansen gekommen sind. Und da haben wir noch nicht gewusst, dass sie das Vereinsbuch machen und gefragt, ob sie uns helfen, unser Jubiläumsbuch zu gestalten und zu schreiben. Und sie haben eben das im Kopf gehabt und dann hat es eben gerade zusammengepasst. Also es ist eine Win-Win-Situation für sie und für uns gewesen. Und selbst bei mir zwei schon immer gewusst, dass wir nicht mehr zu shooten können, zum drüber schreiben, oder? Die beiden haben ja auch keine Ahnung von shooten, oder? Aber drüber schreiben, die zwei, die haben sie ja gehoben, oder? Nein, gar nicht, und ich auch nicht. Eben drum. Für deinen Vater hat noch gut. Ja, genau. Aber eben, es ist eine lebendige Sache, gell? Muss man sagen, sehr, das Buch. Ja. Es ist also, wir sind auch der Meinung, wie der Hansenko gesagt hat, das ist ein wunderbares Jubiläumsbuch, wo vermutlich so viel gibt es nicht, wo die Qualität und der Umfang noch haben. Und wir werden es jetzt im Januar vermutlich erst können, auf den Markt bringen. Es hat noch ein bisschen Verzögerung gegeben bei uns. Und jetzt hat es auch noch ein bisschen Papierknappheit. Es wird also im Januar, werden wir es dann
hoffentlich dann können, in Buchform rausgeben. Ein Teil kann man jetzt eben im Jahrbuch lesen von der Werde Hans Jakoben. Ein Teil kann man eben das Buch kann man bezeichnen, dann beim FC Buchs. Ja, beim FC Buchs, die Gestaltung des Buchs selber haben wir gemacht. Ja. So ein bisschen fußballerisch. Und sind noch also vom 80 bis 2000 und jetzt 1920 ist jetzt bei uns noch ergänzend dahin. Mario Brocci, Reichhaftwerk, wer hätte das gedacht, dass die 440 Millionen Kilowattstunden auf einmal jetzt so aktuell werden? Ja, aber. Diskussionen fangen wir doch an. Ist unglaublich, oder? Mit dem Energiekonzept 2050, oder? Und sucht man krampfhaft die Energie. Wobei wir ja schon 95% vom technisch sinnvollen Genutz in der Schweiz. Wir sind ja Europameister. Genau. Und das ist. Die Zitrone sollte nochmal auspresst werden. Und das. Aber ist es schon sein? Einmal Bodigen, der Bodigen noch ein zweites Mal, oder? Ich denke, das hat keine Chance. Nein. Weil ich war dabei gewesen, selbst noch. Vom Schwall- und Sunkproblem dargestellt haben, das erste Mal ökologisch. Ja. Was das für Auswirkungen hat, wenn man Wasser ablässt und wieder schließt, auf Fisch zum Beispiel. Und das hat man vorher überhaupt nicht in Betracht gezogen. Genau. Und jetzt rede ich von der Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre vom vergangenen Jahrhundert. Also relativ eine junge Geschichte noch. Und das kann man nicht wegschlecken. Im Zuge der Biodiversitätsdebatte haben wir den Sanierungsbedarf, der ist gesetzlich abgesichert, dass man es muss sanieren. Fristen sind gesetzt und jetzt kommt ja wieder etwas, was dem genau entgegensteht. Oder? Genau. Nicht zu reden wenn, von der Angst, oder? Wenn, das Grundwasser auch wenn so. Überhaupt, dann gibt es vielleicht nur noch eine Chance, dass man ab und zu mal einen Staumauer höher setzen kann. Dass man mehr Kubik zurückhalten und im Winter nutzen kann. Weil die Kraftwerke im Winter gern wenig Energie. Dann, wenn man es braucht. Genau. Und das sind doch Faktoren, die gegen die Kraft sprechen. Und auch eher hoffe ich, dass man Thomas Dems mal wegbricht. Ja, siehst du. Anstelle. Nein, no, ein Vitus, oder? Nein. Du bist weiter weg vom Pensionistentum, hä? Ja, kann man wohl sagen. Bis jetzt immer wieder der heilige Zahn packt.